What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. Yeah. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Ja, jetzt bleib mal locker. Wir? We have to stick together. Okay, keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Das wird aber nicht so einfach. I suppose you're right. I know. Herzlich willkommen zu einer neuen Session Firewatch. Ja, ich hatte zwar jetzt eine größere Pause irgendwie, trotzdem ist mir das Spiel nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich bin echt völlig überladen mit Fragen. Fragen, was ist mit Delilah? Trinkt sie aus einem bestimmten Grund oder einfach nur, weil sie Alkohol so lecker findet? Oder was auch immer. Ich bin mir da echt nicht sicher, ob wir hier vielleicht nur in einem Riesenexperiment sind. Und hätte jetzt mal gar nicht so schlecht Lust, mich hier mal ein bisschen umzugucken in unserem eigenen kleinen Bereich hier. Wir können den Whisky nehmen, wir können aber gar nicht schreiben. Wir können auch nicht unsere Notizen anschauen. Aha, Berichte aus Forschungseinrichtung. Ah. Berichte über Delilah, Berichte über Henry. Side Reports. Known too much. Delilah lying. Das ist nämlich die große Frage. Lügt die Kleine? Oder wird sie unter Druck gesetzt? Ich bin wirklich ein bisschen hin und her. I wonder what will happen, don't bla bla. Alles noch 89. Gut. Ortungsgerät. Das nehmen wir. Können wir eigentlich nur untersuchen. Da können wir im Moment nichts mehr mit anfangen. Scheint fast so, als hätte sich unser Henry hier mal so ein bisschen mit den Sachen auseinandergesetzt. Jetzt haben wir immer noch dieses Flapjack-Feuer da drüben. Genau, wer hört uns zu? Ah, das sind die ganzen Aufzeichnungen, die wir hatten. Zwischen diesen beiden Ron und Dave, glaube ich. Dann gibt es ja hier immer noch irgendwie und irgendwo die Geschichte mit dem Vater und seinem Sohn. Und ich bin, wie gesagt, absolut überlastet mit Fragen. Unsere dreckige Wäsche hängt hier. Ja, muss man auch mal machen. Gut, ich glaube, wir gucken uns nochmal kurz Todd Reynolds an. Hallo! Ah, ist das cool. Dann tun wir immer wieder zurück, den armen Kleinen. Pflanzenwelt des Shoshonenforst. Ja, ja. Gut, diesmal nehmen wir... Ach, wieder die gelbe Mütze. Die ist einfach cool. Stopfen wir uns hier mal auf unseren Kopf und... Ja, das war's eigentlich auch schon, was wir hier machen könnten. Was sind denn unsere... Ah, hier, Mitteilung an Löschstrupp. Nachricht von Ron. Klemmbrett bei Pity Station. Vermisstenmeldung. Das sind die ganzen Dinger, die wir da... stehen haben, hängen haben. Ja. Und Familie. Zehnte Woche. Und Familie Frosch hat sich auch schon wieder angemeldet, aber das ist okay. So, Tür öffnen. Ich draus hier. Flapjack Fire. Ich glaube, wir gehen da mal in die Richtung. Denn ich bin mir echt nicht sicher, was hier los ist. Ja, immer schön auf den Kopf aufpassen. Und irgendwie vermisse ich gerade die Taste, um das Radio rauszuholen. Da haben wir es doch. Ah, wir haben ja auch das... Stimmt, wir haben ja jetzt so ein abhörsicheres Radio.
Nun gut, drüber springen wollen wir nicht. Schauen wir doch mal eben auf die Karte. Erkunde die Höhle. Das ist also unser vorrangiges Ziel. Wir stehen hier unten. Und... naja, zur Höhle ist eigentlich nicht so weit. Supply Drop, okay. Rapidity Station, ja. Ganz komische Station, die uns da auskundschaftet. Ruby River, ja, Ruby River. Schande auf mein Haupt. Aber ich hoffe, ihr habt euch köstlich amüsiert. Der alte Sack auf der Suche nach dem Ruby River. Ich glaube, Kackhäuschen, da hinten müssen wir längs, ja. Untersuche die Höhle. Ich weiß nicht, ob wir... war der schon umgekippt hier? Der Generator läuft. Unser Hinweisschild liegt immer noch da rum. Gut. Ja. Höhle. Höhle, 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 Höhle. Und ich würde gerne wissen, was hier so passiert ist. Weil sieht ja jetzt, also von der letzten Aufnahme bis jetzt schon so ein bisschen destroyed aus. Als ob hier irgendwie echt was gewütet hätte. So, unser Henry ist mittlerweile richtig fit geworden. Ja, geht mir ähnlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Leistungen erbringen kann, tagtäglich. Aber gut, jetzt habt ihr lang genug gewartet und ich habe endlich mal wieder ein bisschen Muße, hier mit euch durch die Wälder in Wyoming zu streifen. Ja, gut, okay, streifen wir mal nicht so langsam. Geben wir mal ein bisschen Gummi, aber auch nur ein bisschen. Dann gucken wir doch mal kurz hier runter. Wow, hier könnten wir auch nach unten springen. Sollen wir mal machen? Komm, machen wir mal. Denn ich glaube, hier sind wir ja ganz am Anfang längst gekommen. Dann stand doch da oben irgendwie dieser spooky Typ herum und... aha. You didn't actually make that call, right? Nein, wir haben den Funkspruch nicht abgegeben. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Hm. Du bist schon sehr witzig, Delilah. Ich würde jetzt gerne antworten. Geht aber gerade nicht. Bin ich blöd. Okay. I'm just freaking out. I'm all right. Hüpf. Ja, gerade sie redet von Anlügen. Sie wäre echt angepisst gewesen, wenn wir sie angelogen hätten und... hm. Naja, gut, also dieser Funkspruch, der muss ja jetzt wirklich nicht von ihr gekommen sein. Das kann ja eine Aufzeichnung von irgendwann, von irgendwarum gewesen sein. Ja, irgendwie so, ihr wisst schon, was ich meine. Aber wenn dieser Funkspruch gefaked wäre, gewesen wäre, dann hätte sie den Funkspruch ja auch gehört auf ihrem Funkgerät, denke ich mal. Yeah, da sind wir in der Höhle. Okay, hierfür dürften wir jetzt den Schlüssel haben. Bingo. Ah, und jetzt bin ich natürlich ein bisschen nervös. Was erwartet uns hier? Hm, Lampe hatten wir ja auch. Ja. Noch sieht es wie eine ganz normale Höhle aus. Ich hoffe, es bleibt dabei. Wow, was? Was? Auf dieser Seite kann ich es nicht aufschließen. Ja, super. Und wer hat jetzt die Türe hier zugemacht? So. Ich würde das jetzt gerne melden. Aber... oh, nee, Kamera wollte ich nicht. Ich bin gerade zu blöd, um das Funkgerät in die... da ist es doch. Ha. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Mhm. Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Ja, das war anzunehmen. Hier haben wir ein Loch. Hm. Sehr ungesund, wenn wir da oben lang latschen und dann hier runterfallen. Es wäre schon besser, wenn wir das irgendwie abdecken könnten. Das sollten wir vielleicht melden.
Ist doch gefährlich für alle anderen. Was war das hier gerade? Hier wurde doch... Ah, tiefer Stelle Abhang. Okay, also eine große, weite Höhle. Lose Felsen. Pulaski-Axt benutzen. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, einfach irgendwie so kaputte durchzwängen. Okay, zwingen wir uns mal durch. Ehering trägt er immer noch, das ist sehr schön. Es hat noch so ein bisschen von der anfänglichen Romantik. Im Moment sind wir ja mehr so irgendwie bei Lost. Ich erwarte echt jeden Moment die anderen. Und ich fühle mich auch so ein bisschen lost, weil die Geschichte uns ja wirklich derbe mitgespielt hat. Erst persönliche Romanze mit einer Geliebten, die an Demenz erkrankt und das in jungen Jahren. Unsere Flucht nach wohin auch immer. Irgendwo in die Wälder. Ich glaube, Wyoming. Na gut, wenn es so dunkel ist, Henry, und du Angst hast, dann machen wir mal die Lampe an. Sieht fast nach einem natürlichen Höhlensystem aus, denke ich mal so. Hier kommt ja schon wieder Licht rein, also lassen wir das mal sein mit der Lampe. Auch schon wieder so ein... Hier können wir aber nicht hoch, hier könnten wir nur reinfallen. Ja, sowas sollten wir echt melden, aber können wir nicht. Is anybody down there? Krass, warum liegt da ein Schuh? Ist da vielleicht jemandem etwas passiert, von dem ich da die ganze Zeit schon am Reden bin? Hätten wir das jetzt mal abgedeckt gehabt, dann wäre das nicht geschehen. Aber wem gehört so ein Schuh? Super seltsam. Machen wir direkt mal ein Foto von. Können wir gar nicht ranzoomen. Schade. Bam. So. Noch drei Fotos haben wir. Also Bilder übrig. Auf dem Film. Können wir auch mal wieder die Lampe anmachen, weil es ja jetzt doch schon wieder etwas dunkler wird. Oh. Ja, gut, da gehen wir jetzt auch mal seitwärts dran vorbei. Hier geht's weiter. Denn wir hatten ja schon... Also, ich springe gerade im Kopf ein bisschen. Entschuldigt, ich bin gerade schon wieder beim Vater mit seinem Sohn. Und der Schuh, der hat mich jetzt gerade irgendwie daran erinnert, dass hier doch irgendwas hätte passieren können, sollen, sein. Vielleicht ist es ja auch irgendwie. Und... Wow. Also von der gemütlichen Höhlenwanderungstour wird das jetzt so langsam... Ui, ach. Sieht aus, als kämen wir an die Oberfläche. Ich habe gerade schon echt Panik bekommen. Machen wir mal aus. Außer einem Schuh haben wir eigentlich nichts gefunden. Weiter Sprung nach unten. Aber hier laufen doch die Telefonmasten längs. Warum war da ein Schuh? Könnte der guten Delilah nichts mitteilen? Doch, jetzt hier. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me. Noch nichts, aber jemand hat versucht, mich einzuschließen. Aha. No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus. So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Okay. That doesn't sound dangerous. Das heißt also, wir müssen jetzt zurück zu Two Forks und mal schauen, ob wir eine Ausrüstung haben. Boah, ist das grausam. Also wie das jetzt hier riechen mag. Die ganze Zeit nur verbrannt und so. Ganz schön übel. Lass mal auf der Mappe gucken. Wir haben uns aber gut weit bewegt. Gehen wir erstmal hier längs. Nehmen wir mal mit Karte in der Hand. Obwohl das nicht viel bringt, kommen wir nämlich nicht schnell vorwärts. Okay, hier kommen wir eh nicht vorwärts. Ah, da bin ich noch da abgebogen. Okay. Wir könnten natürlich auch durch die Höhle zurück. Also, wenn das geht, wenn das...
wenn Henry mittlerweile schon so sportlich ist, dass er hier wieder hochkommt. Nee, kommt er nicht. Okay. Noch ziemlich komische Sümpfe. Und wie es ausschaut, wird uns geraten, hier längs zu latschen. Weil da ist Abhang, da sind Hügelchen, die Henry nicht raufkommt. Also, wow. Okay. Lass mich mal raten. Der Junge hatte Langeweile, der hier mit seinem Daddy war. Einfach nur ein Nest. Burgmauer. Melden wir erstmal das Versteck. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Lino. Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Ja, er hat aber echt gute Arbeit geleistet. Der muss ja hier jeden Stein irgendwie rangekarrt haben. Und Steine gibt's hier genug, Bäume auch, aber cool. Okay, wir waren hier an der Ecke. Und dann melden wir jetzt auch mal die Burgmauer. Bunch of rocks stacked up. You made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Ja, warum sagst du uns denn nicht, was Brian mitmachen musste? Mensch, war der Schuler vielleicht vom Vater oder wie? Das kann ja sein. So, nördlich. 5 Grad nördlich. Richard Sturgeon. Okay. Ja. Fallen lassen können wir es. Comic Heft. Können wir auch melden. Melden wir mal. He'd hide out here to read comics. The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband, which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Ja, aber so läuft das bei Superhelden. Da passiert manchmal was ganz Schreckliches. Und dadurch bekommt man dann Spezialkräfte. Banner. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I routed him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Gut, dann war Ned also sein Vater und der scheint ihn nicht so ganz gut behandelt zu haben. The Dinosaur! Och, den will ich nicht nur untersuchen, den will ich mitnehmen. Ein Tyrannosaurus. Mhm. Ein bisschen lange Arme für einen T-Rex, aber sonst recht schön. Schade. Selbstgemachtes Schild. Oh, da drunter lag was. Habt ihr das gesehen? Da liegt doch was. Gucken wir aufs Kissen, das selbstgemalte. Legen wir jetzt nochmal da hin. Ja? Wo ist es hingeflogen? Okay, unser Schild ist weg. Was haben wir hier? Nachricht an Ranger. Liebe Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Fox Road Lane, North Platte, Nebraska 69101. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will aus diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich so verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühe. Besten Gruß, Brian. PS. Die Belohnung ist gut. Ist das cool. Ja, würde ich jetzt gerne. Ja, einstecken. Genau.
Und dann haben wir hier ein Bündel Haken. Perfekt. Dann können wir eventuell mal zur Höhle. Wir können jetzt nur noch das Video. Aha. Funkgerät-Schaltplan melden. Spieler Brian, Charakter Gladius Silva. Ausrichtung chaotisch gut, Rasse halb elf. Klasse Waldläufer Level 4. Geschlecht männlich, Alter 29, Größe 1,77. Gewicht 61 Kilo, Erscheinungsbild robust. Haare schwarz, Augenblau grün. Clan Heimatwelt. Unveränderlicher Nerdkram. Na komm, lass uns das mal melden. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a, I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Yeah, between this and the map I found in my tower, old Brian created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Krass. Also der hat sich hier echt eingerichtet. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen gespinkst hier. Wissenschaftliche Hausarbeit, Schaltplan. Gucken wir uns erstmal den UKW-Schaltplan an. Plan für UKW-Funkgerät von Brian und Ned Goodwin. Aha. Not conventional. Interesting but wrong. Ah, interessant aber falsch. Mhm. Zu hoch, 300 Watt. Bam. Radio Goodwin with Brian and Ned. Every night on ABWWOO on Go. So, komm, melden wir mal. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Stecken wir mal. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Krass. Also eigentlich ein ziemlich aufgeweckter, sehr interessierter Junge. Postkarte. Lieber Mr. Zackler. Ich bin mit meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in der Gegend namens Sink Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. In Nebraska wohl nicht. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar, Brian Goodwin. Oh, was für ein cooler Bube. Bube, Bursche, There's also Bubi. A postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. Stecken wir auch mal. That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Das ist total süß. Oh my gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. Let's say that's a lucky break. Genau. Hätte ich mich auch. Surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Oh, schade. Hatte der. Dann ist der Ableger also bei weitem intelligenter gewesen als sein Erzeuger, ja? Videospielgerät. Komm, das melden wir mal eben. There's a busted old toy out here. Some sort of electronic game. Oh. Yeah? Bisschen kaputt. I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. So, jetzt haben wir hier einen losen Stein und darunter einen Schulordner. Aber ich glaube, wir fangen mal hier mit dem handbezeichneten Schaltplan an. Den melden wir auch mal. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Aha. Yeah. Aha. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Ja. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some wily coyote stuff, I'll tell you that much. Puh, krass. Da hat er sich ja einiges ausgedacht, der Kleine. Richtig cool. Den bewahren wir natürlich auf. Wissenschaftliche Hausarbeit. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Brian Goodwin, Schülerwettbewerb Hamilton Schule, Rohfassung. Mrs. McNamara, 6. Klasse, 4. April 1986. Sprechende Meteore. Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Krass. Aber wird UKW nicht von unserer... Nee, ich glaube, Ultrakurzwelle geht raus aus der Atmosphäre, ne? Kurzwelle und lange Welle wird reflektiert von unserer... Ist ja gut. Können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja.
und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank sogenannten Meteor-Scatter-Verfahren. Möglich ist das dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert, und zwar so. Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen. Aha, mit einem Freund meines Vaters? Klingt wirklich so, als ob der Vater nicht gerade die hellste Leuchte am Weihnachtsbaum gewesen wäre. Mit einem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque in New Mexico wohnt. Albuquerque in New Mexico? Na egal, ich habe eh keinen Plan von wo was liegt. Also von daher. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen. Aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Krass. Poor kid left his homework? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Schlauer als ich? What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, Na, also wenn ich so darüber nachdenke. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Ja. Well, that wait's over, sweetheart. Das sind so Anmerkungen, ne? Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Du kannst mit deinem sexy brain die Arbeitslosenmeldungen ausfüllen. Okay, entschuldige, Boss. Krass. So, wir nehmen erstmal den losen Stein. Können wir uns untersuchen? Lassen wir den mal fallen und dann nehmen wir mal hier den Schulordner, melden den brav. I found an old school folder. Brian was a ein Schulordner für Hausaufgaben und Aufsätze, offenbar von Brian Goodwin beschmiert. Oben war doch Freddy? Ach nee, doch, klar, Freddy. Das waren mal. Ach du meine Güte. Freddy wirft mit einem Kopf. You're dead. Ja, also ich meine, da ist man halt tot, ne? Da waren bestimmt so Sportdinger drauf. Und er hat die dann... er hat die dann ein wenig, ich sag mal, ausgearbeitet. The Draculords. Na gut, er hatte schon so ein bisschen schräge Sachen in der Birne, aber... Er hatte auch was in der Birne, im Gegensatz zu so vielen anderen. So, wir kommen von hier. Doch, kommen wir weiter. Wo ist denn das überhaupt auf der... Begib dich tiefer in die Höhle. Ja, das machen wir gleich. Kids Hideout. Achso, dann müssen wir eigentlich den ganzen Weg da wieder zurück. Da, so, ne? Machen wir mal.